Ohne Umschweife gehen wir jetzt nach Bremen. Außer wir finden noch irgendwas Cooles, umzuschweifen, aber sonst. Moment. Dahin rennt wieder der Gecko, habt ihr gesehen? Der Verrückte. So, komm. Okay, da oben ist irgendwas, da muss ich natürlich hin. Aber erst verkaufen wir. Nee, das ist so weit weg. Komm mal her, du kleiner Sack. Ich hab hier einen Baseballschläger für dich. Stehen bleiben. Wuhu! Bam, bam. Was ist dieser kleine Gecko-Dödel dabei? Okay. Ich brauche eh jetzt unbedingt ein Level-Up. Ich denke, das erreiche ich. Wenn ich jetzt hier ein bisschen rumrenne, dann kann ich nämlich nochmal Überleben hoch pushen. Und dann kann ich hoffentlich das ganze Zeug verschaffen, das ich dabei habe. Ich habe es jetzt extra. Ich habe mich extra davor gehütet, es jetzt einfach zu naschen sofort. Denn, ja. Wie ist denn, dass ich das Haus halten muss? Er hat mich verkrüppelt schon wieder. Warum leuchte ich denn immer noch? Mach die Leuchterei aus, Kollege. Kein Wunder, dass die uns leicht entdecken. Scheiße. Ach, 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 Gecko, Gecko, Kack. Wo ist er? So, hier, Geckofleisch. Dann lege ich halt jetzt, drei weg. Ist mir immer noch was auf den Fersen. Wow, wie er angerannt kommt. Ganz ruhig. Ich will dir nur den Kopf einschlagen. Nee, ich habe jetzt keine Lust, irgendwas aufzuheben. Hab gesehen, wie viel Geckofleisch ich dabei habe. Wenn ich Geckofleisch vermachen könnte schon, das wäre genial. Oder Xanderwurzel. Zack. Ich trinke einfach den Wort. Ah, man kann ja auch Ding werden. Man kann ja auch besessen werden. Man kann ja auch süchtig werden, eine Sucht entwickeln. Hier. Oh, was haben wir da oben? Was ist denn da oben versteckt? Ich bin, was, ein Umherziehender? Na okay, besser wie, wie hieß es vorhin? Verräter oder so? Scharmützel. Was haben wir denn hier? Ja. Lone Wolf Radio. Guck mal out, guck mal out, keep out. Boo. Klick, klick. Ach, schade, Kernspannungsbatterie, diese sau wertvollen Sachen. Ist da noch irgendwas hier? Vielleicht ein bisschen Geld. Ödland Überlebenshandbuch. Jetzt fliegt mir aber gleich der Hut weg. Ödland Überlebenshandbuch. Wisst ihr, was das ist? Was das heißt? Das ist nicht das, was man bei Forest, bei dem letzten Teil, wo man da mitgeholfen hat bei der Entstehung mit der, wie heißt sie? Die immer gesagt hat, gute Reise oder was weiß ich. Das ist das, ne? Bei der Myra oder Mira oder Moira oder Miriam oder sowas. Bevor ich das jetzt aber lese, was jetzt natürlich sehr hilfreich wäre, wenn ich es jetzt schon könnte, denn da kann ich bestimmt coole Sachen mitmachen. Das ist so ein Buch, das bringt mir so ein Fest. Ich nehme an. Das bringt mir einen festen. Einen festen Freund. Das bringt mir einen Punkt, der bleibt. Und ich will natürlich. Warum biegen die scheiß Stimpacks nicht? Nichts. Ich will natürlich dieses Dingens davor gelernt haben, dass ich mehr Punkte bekomme. Blöd, dass die Sachen so viel wirken. Dass die Sachen so viel wiegen. Ich trinke jetzt aber einfach nochmal einen Wodka und trinke auch nochmal einen Sunset Sarsaparilla. Und einen Wodka. Wein hilft auch. Stärke, ja. Okay. Das ist krass. Sie sind nicht mehr überlastet und können nicht mehr. Was? Ah, wie ich humpel. Egal. Da vorne ist Brim. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Ohne Umschweife gehen wir jetzt nach Bremen. Außer wir finden noch irgendwas Cooles, umzuschweifen. Aber sonst haben wir alles. Was haben wir da? Irgendwelche Gegner. Die uns am Bobbes vorbeigehen. Okay, ich bin jetzt auch wieder voll. Da sind noch ein paar Geckos zum Fighten. Einer, um genau zu sein. Ah, bam! Er hat einfach mal zurückgeworfen. Ja.
töten sie mutierte Tiere. Ja, schade, muss ich jetzt erstmal liegen lassen. Also generell, da komme ich natürlich nie mehr zurück. Nicht mehr, ja, hierhin. Aber ich denke, wir werden noch einige Geckos antreffen hier in diesem Let's Play, diesem Dauer-Let's Play. Aha. Noch ein Gecko, der sich hinten dran versteckt. Komm her, ich brauche Level up. Komm mal her. Ja. Wie sie kämpfen? Eine Kakerlake war das doch gerade eben. Hey. Hey, bam. Einfach in die Fresse geschlagen. Ajo, eine Kakerlake. So. Jetzt sind wir gleich in Prim. Wir kommen aber durch den Haupteingang. Also wir bleiben erstmal auf der Straße. Ich will das nicht querbeet durchrennen. Wir laufen aber noch alles ab, keine Sorge. Ich will jetzt nochmal gucken. Ich meine, mich erinnern zu können, dass da nämlich irgendwie auch ein Außenposten war. Genau, der RNK. Ich habe schon bestimmt 3 oder 4 Mal durchgespielt, das Spiel. Und das letzte Mal ist aber ewig lange her. Und es kamen seitdem wieder 1 Milliarde Spiele nach. Deswegen habe ich sehr, sehr... Also habe ich das, weiß ich nicht, auswendig natürlich. Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten. Was geht in Prim vor sich? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis, die Straße hoch, haben die Stadt übernommen. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Außerdem machen auch noch 2 Raiderstämme die Gegend hier unsicher. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Sollten Sie nicht die Stadt beschützen oder sowas? Würden wir gerne. Aber Sie gehören nicht zur RNK. Und selbst wenn, wären wir nicht in der Lage, Sie zu beschützen. Warum können Sie sie nicht beschützen? Sie Arsch. Uns fehlt die Ausrüstung, um die Häftlinge erledigen zu können. Außerdem brauchen wir Verstärkung. Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Ja, aber wenn doch gleich mein Scheiß nachlässt. Du Knilch. Verstehst du das nicht? Verstehst du nicht mein Problem? Was da los ist? Kann ich das nachvollziehen? Cool. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Nichts. Ich weiß es gar nicht. Also ich soll ja rechts bleiben, damit ich nicht erschossen werde. Wir gehen einfach mal runter kurz. Ja, da unten ist... Da ist da irgendwas aufgebaut. Ich bin natürlich wie immer auf der Suche nach Munition und so Kram. Und... Ba-ba-ba-bang, ba-da-da-bang. So, Munition. Zack. Munition. Raketen. Natürlich bin ich jetzt überladen. Aber warum sind da Raketen? Kann ich jetzt natürlich wegschmeißen, alles klar. Munition. Raketen, Raketen, Raketen. Das ist zu krass. Eine nehme ich mit. Einfach mal Raketen vor mich auf den Boden geschmissen. Weil einfach so. Ist ja sonst... Okay, aber da unten liegen noch Raketen, nur dass wir das wissen. Das war es jetzt schon. Wow. Also rechts davon ist das Lager von den Dödeln. Mal gucken, ob ich da jetzt noch irgendwie hier am Zaun entlang laufen kann. Ich möchte nämlich bitte zur RNK. Hallo? Was ich da gerade aufgebaut? Oh Mann. Hoffentlich ist ein Händler. Muss endlich meinen Kack verkaufen. Hallo? Bu! Sie! Kampflos geben wir nicht auf. Darauf okay. Kann sich die Legion verlassen. Das glaube ich dir. Das glaube ich aufs Wort. Also, was haben wir denn hier? Alles wiegt was. Das ist so krass. Das ist ja fast das Schwerste an der ganzen Geschichte. Obwohl das Klauen nach wie vor ultra einfach ist. Guckt ihn euch an, wie er da steht. Ich weiß wohl nicht. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Ich weiß nichts. Na gut. Zack, meins. Oh, erkannt. Versteckt. So. Es ist fantastisch, wie schnell ich laufen kann. Immerhin springen dabei auch Kronkorken rum, die ich natürlich sehr gut gebrauchen kann. Cool, hier sind auch überall Häuser, in die ich gehen muss und so. Oh, mein Wein hat nachgelassen, ich brauche Wein! Ich bin Sergeant McGee von der Armee der RNK, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wenn Sie mit jemandem sprechen wollen, reden Sie mit Lieutenant Hayes.
Okay, woher kommen Sie? Ich komme ursprünglich aus dem Hub, aber es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ist mein zweiter Einsatz hier. Gilt für die meisten Unteroffiziere hier. Okay, auf Wiedersehen. Sir. Letters. Nuka-Cola-Truck und einen Wundenkleber. Das benötige ich natürlich nicht. Jetzt gehen wir halt kurz mal zu diesem Leutnant Fickerich. Und sagen ihm mal, dass er hier mal in Prim aufräumen soll. Die Kuppen. Egal, ich wollte ja nicht mehr die Texte lesen. Da geht er. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich wenn die Sie ich bin Lieutenant also. Hayes von der Armee der Republik Neukalifornien. 5. Bataillon, 1. Kompanie. Ja, schrei mal nicht so. Wie kann ich Ihnen helfen? Was tun Sie hier draus? Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Ja. Wo liegt das Problem bei Ihrer Mission? Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Erzählen Sie mir von der Justizvollzugsanstalt. Die meisten Leute nennen das Ding einfach JVA, kurz für Justizvollzugsanstalt. Vor einer Weile gab es einen Aufstand, bei dem die Gefangenen die Wärter töteten, die nicht fliehen konnten. Seitdem tyrannisieren sie die Gegend. Haben Sie Informationen über die Sträflinge? Nicht viel. Sie nennen sich die Pulverbande. Hauptsächlich, weil sie den Sprengstoff, der zum Sprengen der Felsen vorgesehen war, als Waffe verwenden. Sie haben sich schneller organisiert, als ich geglaubt hätte. Zumindest die meisten. Zum Glück scheint die kleine Gruppe in der Stadt sich vom großen Teil getrennt zu haben, sodass sie nicht mit Unterstützung rechnen können. Ich habe noch ein paar andere Fragen. Was zu... Ja? Ja, ich muss doch irgendwie, oder? ...sagen haben, dann sagen Sie es dem Lieutenant. Das war's. Fantastisch, wirklich. Fantastisch! It's so fantastic! Was ist da drin? Spack ich hier noch rum wie so eine kleine Schnecke, Mann! Wieder ist nichts Cooles. Rüstungskoffer! Ja, nehme ich direkt mit. Jetzt habe ich 2 Helme mitgenommen. Ich überlade mich gerade 100 Hardcore-Prozent. Egal. Gucken wir noch ganz kurz. Da ist ein Schlafsack. Schlafsäcke. Die sind zerkrüppelt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn mein Arzt das mir sagt. Also wir ziehen uns einfach mal so einen Helm. Den Helm an. Schmeißen die Lesebrille weg. Schmeißen das hier weg und zieh das hier an. Ja. Sie sind jetzt wie ein Mitglied der RNK gekleidet. Damit habe ich jetzt Vor- und Nachteile. Natürlich bei RNK-Gegnern, dann komme ich damit natürlich nicht so gut an. Steinhartes Fallobst. Ey, krass, was habe ich jetzt noch dabei? Dass ich so fett bin. So. Ah, okay. Aber immer noch viel zu viel. 36. Ich muss anfangen, Waffen wegzuschmeißen. Man hat aber auch einen sehr geringen Wert, habt ihr das gesehen? Der Revolver, 627 oder sowas. Das heißt, wenn ich verkaufe, dann vielleicht 16. Hallo. Wie viel wiegt der? 2 aber auch nur. Natürlich, so ein Revolver wiegt natürlich nicht viel. Oh. Ey, das ist gerade, das ist ultra hart. Scheiß aufs Geld. Ich muss hier einiges wegschmeißen. Und die Gecko-Haut. Auch. Muss alles wegschmeißen. Hilfsmittel. Das habe ich nie mehr heute gehabt. Gewicht. Boah, die sind so schön viel wert. Nein, die will ich behalten. Stromleiter. So. Und dann trinke ich jetzt nochmal Wodka und kann loslegen. Voll geputscht, das ist ja krass. Ich sauf hier instant meinen ganzen Alkohol weg. Ich bin 100% gleich süchtig. Pass mal auf. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.